wenn ich meiner Geschichte so nahe komme, dann fängt das als erstes im Nacken an. Dann. Keine Ahnung. Das ist so turbulent und so wild und wirr im Kopf, dann da drumherum zu schippern. Hi Paul, danke schön, dass du dir jetzt heute die Zeit genommen hast, über deinen Film zu sprechen, Ein Ozean. Als erstes fände ich es schön, wenn du einfach mal kurz was über dich erzählst. Genau, und dann vielleicht auch ein paar Worte einfach über den Film noch erzählst, ganz kurz. Danke für die Einladung heute. Ich bin Paul, ich studiere gerade ich studiere Regie an der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf in Potsdam. Bin 23 Jahre alt und es ist jetzt mein erster Dokumentarfilm, Ein Ozean. Markus, in dem es quasi um einen Ozean, den 53-jährigen Markus, in dem es in einen Ozean dann auch schlussendlich geht, ist in seiner Kindheit sexuell missbraucht worden, beziehungsweise war Opfer, beziehungsweise so wie er sich selbst eben nennt, Überlebender sexueller Gewalt an Kindern und lebt mit einem Trauma, lebt mit dieser Vergangenheit und versucht nun in eine ganz neue Perspektive zu gehen, beziehungsweise einfach mal, ja, ohne dieser Vergangenheit leben zu können. Dankeschön für diese wirklich ausführliche Antwort. Und ich finde, persönlich ist dir auch sehr, sehr gut gelungen. Also bei diesem Film, der hat mich schon auch sehr, sehr berührt. Und da kommen wir eigentlich auch schon zu meiner nächsten Frage. Also wie ich schon gesagt habe, der Film hat mich sehr berührt und auch echt mitgenommen. Und manchmal hat mir echt so der Atem gestockt und ich dachte mir echt so, boah, also schon krass. Und da frage ich mich, wie es für dich persönlich war, also so nah mit diesem Gefühl konfrontiert zu sein, weil du warst Markus ja so nahe, auch wahrscheinlich über eine etwas längere Zeit. Und du hast einfach seine Gefühle so direkt mitbekommen. Also wie war das für dich, hinter der Kamera zu sein, aber trotzdem so nah dran zu sein an diesen wirklich auch traurigen Gefühlen? Ja, es gibt, ich glaube, zwei sehr unterschiedliche Ebenen. Also persönlich bin ich sehr nah bei ihm. Und wie du schon sagst, Nähe ist auch wortwörtlich gemeint. Mein Kameramann Jakob und meine Tonfrau Eva waren mit mir dann und Markus in seinem Wohnmobil und sind praktisch 5 Tage, eigentlich sogar länger, mit ihm da die ganze Zeit rumgefahren und haben den Tag quasi mit ihm verbracht und haben ihn auf seiner Reise da eben ein Stück weit gefolgt. Und Nähe spielt natürlich auch in dieser filmischen Sprache eine große Rolle. Die Kamera ist auch sehr nah bei ihm. Und das gab uns eigentlich nochmal dieses Gefühl, ja, wir sind da alle zu viert eingeengt in diesen Raum und mit diesem Thema und mit diesen Worten und mit diesen Gefühlen konfrontiert. Und es hat so eine Verdichtung gegeben, dass ich persönlich gerne mit allen danach immer ein Bier getrunken habe, um den Tag auch ausklingen zu lassen. Wir haben gelacht, wir hatten auch schöne Momente zusammen. Es ist ja auch, dieser Kurzfilm ist natürlich auch ein Ausschnitt und so dramaturgisch geformt, dass er von 18 Stunden Material eben jetzt diese letzten 17 Minuten geworden sind. Also ist das natürlich auch eine filmische Verdichtung, die danach im Schneideraum passiert ist. Also es herrschte nicht immer das Gefühl von dieser Bedrücktheit beim Dreh, so wie es dann schlussendlich dann in diesen Film eingeflossen ist. Und auf einer professionellen Ebene war es eine große Herausforderung, abzuschätzen, wie weit man gehen kann mit dem eigenen Protagonisten. Aber ich bin unglaublich dankbar Markus gegenüber, wie offen er uns für diesen Film bereit war. Und ich habe lustigerweise gestern mit ihm telefoniert und es hat mich auch nochmal irgendwie bestätigt, er ist so unglaublich dankbar, dass er irgendwie, dass wir diesen Film gemeinsam gemacht haben und er bekommt jetzt auch schon so eine große Resonanz
dass es ihm richtig gut tut. Also ich habe ihn so freudig und so herzerwärmend wie gestern am Telefon. Gab seltene Momente, die er mir so begegnet ist. Und ja, es war eine Achterbahnreise, aber mit Happy End. Ich habe auch noch ein paar organisatorische Fragen, einfach so zum Ablauf. Also habt ihr dann insgesamt 2 Wochen lang gedreht? Oder wie lang hat sich der Prozess hingezogen? Wir haben ja so circa 5 Monate davor Ideen gesammelt und oder zumindest da ist meine Idee entstanden, weil es natürlich auch darauf hinauslief, in diesem Semester wird quasi dieser Kurzfilm gedreht. Ist natürlich auch schön, irgendwie so einen Druck zu haben, irgendwann dann ein Thema auf dem Tisch zu haben. Und die Recherche ging dann praktisch bis so circa einen Monat vor diesem Dreh, wo wir dann auch immer intensiver Markus kennengelernt haben. Und wir hatten so ungefähr ja, sieben Drehtage, die verteilt waren um so circa 2 Wochen. Und das war eigentlich so die intensivste Zeit. Und nebenbei, also bei Dokumentarfilmen kann man das auch nie so richtig sagen. Oft landet wahrscheinlich mal so von einem Drehtag 5 Minuten hinein, weil das ein guter Drehtag war. Manchmal landet nur ein paar Sekunden rein oder auch nur ein Bild. Das ist bei unserem Film wirklich sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Aber man kann das schon so runterbrechen, dass es circa in so 2 Wochen entstanden ist, ja. Ich habe noch eine Frage zu eurem Konzept oder eben zu dem Plan. Habt ihr im Voraus besprochen, was genau er von seiner Geschichte erzählen wird? Oder war das eher so intuitiv aus dem Affekt heraus von Markus? Oder habt ihr dann schon so besprochen, heute sprechen wir das Thema an, heute das? Also wie kam das zustande? Genau, wir hatten ja diese Interviewsituationen in diesem Auto und das war auch sehr geleitet von mir, welche Informationen oder welche Geschichten ich quasi noch brauche für diesen Film. Wir haben im Vorfeld recht viel aufgenommen, was dann aber auch wieder zurück im Film für diese Komprimierung und für diese Fokussierung nur auf dieses Gefühl es nicht mehr gebraucht hat. Wir haben das dann versucht, in Bildern zu erzählen, wie beispielsweise diese Petition, auch wenn das jetzt nicht total ausführlich erzählt worden ist, hätte es uns doch den Fokus genommen ja, auf dieses eigentliche Gefühl seiner Vergangenheit zu entfliehen. Und so waren diese Themenblöcke, wann wir das ansprechen, schon sehr geleitet von mir. Nur dass wir mit Markus auch im Vorhinein abgesprochen haben, das Konzept eben des Filmes, wir konfrontieren ihn auch in real mit diesen Bildern, sodass sie der Zuseher auch sehen kann, die er ständig in seinem Kopf sieht. Das war eine Absprache, die wir davor getroffen haben und er wusste es, aber was natürlich dann live davor passiert, wenn Markus wirklich auf diese Bilder trifft, das konnten wir nicht wissen, das konnte er nicht wissen. Und so ist eine ganz neue Realität. Es ist eine Realität entstanden, die aufgrund dieses Dokumentarfilms entstanden ist. Also diese Szenen hast du jetzt gerade auch schon angesprochen. Ich nehme an, du redest zum Beispiel auch von der Szene mit eben diesen weißen Bettlaken oder ganz am Ende dann dieses Moped, was da einfach vor ihm herfährt, was ja eine sehr große Bedeutung einfach hat. Wie ist es persönlich bei dir? Also wenn du jetzt eben seine Geschichte gehört hast, hast du dann gleich solche Bilder im Kopf? Ah, so könnte ich das dann in diesem Film, in der Dokumentation zeigen? Oder also wie kamst du auf so eine Idee? Weil ich finde das sehr, sehr eindrücklich. Also gerade wenn er dann einfach da steht in diesem Wohnmobil und diese weißen Bettlaken so ganz unschuldig eigentlich im Wind wehen, da dachte ich echt kurz so, huh, krass. Also ich fand es sehr gut gewählt auf jeden Fall. Aber also sind dir da sofort diese Ideen dazu entstanden oder war das ein längerer Prozess? Tatsächlich ja. Also diese Bilder sind schon in meinem Kopf entstanden, als natürlich Markus diese Geschichte erzählt hat. Selbst wenn er die nur erzählt, glaube ich, macht sich jeder natürlich auch diese
macht sich jeder ein Bild davon im Kopf, wenn jemand von seiner Vergangenheit erzählt. Und Filmemacher haben es so an sich, oder vielleicht komme ich deswegen auch, oder das ist vielleicht mein Background mehr mit der fiktionalen Begebenheit, weil ich davor nur Spielfilme oder Kurzspielfilme eben gemacht habe, dass ich sofort versuche, die Worte in Bilder umzudenken, die ein Gefühl auslösen. Und da waren ganz präsent natürlich diese symbolischen Gegenstände, diese alltäglichen Gegenstände, die jeder irgendwie mal schon zu sehen hatte, oder auch wenn man nur raus auf die Straße blickt, sieht man ein Moped. Wenn ich jetzt auf das Bett blicke, sehe ich das weiße Bettlaken, und es sind einfach so normale Gegenstände, die in Markus diese Erinnerungen wieder auslösen und ihn wieder in diese Zeit zurückversetzen. Und das hat mich eben so bewegt, dass es praktisch alles sein kann. Alles kann ich wieder zurückwerfen, und ständig muss man wieder aufstehen und kämpfen und weitermachen und nach vorne schauen, um nicht darin zu verlieren, um nicht verloren darin zu sein. Mir ist aufgefallen, in dem Film regnet es sehr oft. Und also, wie macht man das? Also, weil ich persönlich finde, es hat in so vielen Situationen so gut gepasst. Also, als dieses Wohnmobil da auf diesem einsamen Hügel steht und es gewittert gefühlt, es regnet, es ist irgendwie stürmisch. Habt ihr da irgendwie davor in den Wetterbericht geschaut oder wie habt ihr das gemacht? Gute Frage. Das ist wirklich dokumentarisches Glück. Also grundsätzlich glaube ich, wenn man Dokumentarfilm macht, man wird immer überrascht und muss mit dem arbeiten, was einem das Leben bietet. Und oft, wenn man ins Detail dann schaut, oder ich als Regie habe natürlich die Aufgabe zu beobachten, was mir bekommt, und damit zu arbeiten, vor allem in einem Dokumentarfilm. Wir haben uns eine grobe Idee gemacht, wie wir denn das circa filmen möchten. Und dann haben wir mit Markus ausgemacht, ja, an diesem Tag passt das sehr gut für uns alle. Wir fahren dorthin, und es beginnt in Strömen zu regnen. Und zuerst war nur der Impuls, ach nein, der Sound, wenn dieser Regen da auf dieses Wohnmobil prasselt, ist es unverständlich, ihn dann noch zu hören. Das Bild, wir können draußen nicht filmen, die Kamera wird nass. Aber im Verlauf des Tages und auch als die Situation begonnen hat, hat das so viel mit Markus gemacht, mit dieser Grundgeschichte und vor allem für diesen Beginn des Films. Und ja, wir haben nichts, also das war nicht geplant, aber ein großes Glück dann schlussendlich, weil es so diese Idee unterstützt hat. Und war es dir ein großes Anliegen oder hast du es irgendwie als Auftrag gesehen, eben über genau dieses Thema zu berichten oder genau dieses Thema auch anzusprechen? Ja, es war eine persönliche Motivation. Ich bin ein großer Fan von, oder da sehe ich in mir am meisten Bewegung, da habe ich am meisten Drang, Geschichten auch zu erzählen, die in mir persönlich resonieren und nicht Gedanken von weit außen aufgreifen, weil es gerade ein Thema ist, was, weiß ich nicht, gerade aktuell ist und präsent ist. Das ist Da kommt diese Leidenschaft auch her und dieses lange Durchhaltevermögen, diesen Film über eine lange Zeitstrecke entstehen zu lassen. Filme machen ist auch immer sehr ein Commitment über einen langen Zeitraum. Über ein ganzes Jahr diesen Dokumentarfilm zu machen, erfordert viel Kraft, und es gibt immer wieder Rückschläge. In Vorbereitungen, bis dann schlussendlich beim Montageprozess und natürlich auch immer Zweifel. Mache ich das gut? Ist das ein guter Film? Kann ich diesem Thema gerecht werden? Wie gehe ich damit um? Aber das, was dann einen schlussendlich immer dranhält und wo man sich festhalten kann, ist, warum man diesen Film schlussendlich entschieden hat oder über dieses Thema dann auch zu erzählen. Und das kommt meistens
ganz bauchgefühlsmäßig aus einem heraus. Das ist eine Kunstform, da schreit mein Körper, meine Stimme, ich will was sagen und ich muss was sagen. Und es ist in der heutigen Zeit, glaube ich, schön, Menschen zuzuhören, die etwas zu sagen haben, und nicht in einer Ironie, in irgendeiner flapsigen Oberflächlichkeit verfallen. Ja, Leute, die was sagen und die dann auch noch was über was Gutes sagen und das vielleicht auch noch ja, mit einem Anspruch, mit einer Leidenschaft erzählen, denen höre ich gerne zu. Ich persönlich finde manchmal, dass wenn dieses Thema Missbrauch zum Beispiel in den Medien besprochen wird, dann ist es oft auch Missbrauch an Frauen. Und du hast ja jetzt, gehe ich davon aus, einfach bewusst einfach die Geschichte von Markus genommen. Wolltest du da vielleicht auch einfach mal zeigen, hey, es gibt generell vielleicht ein gesellschaftliches Problem beim Thema Missbrauch, nicht eben nur an Frauen, sondern einfach vielleicht generell, dass es einfach eine große Machtausnutzung ist an dem Schwächeren, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Also das ist ja generell ein gesellschaftliches, strukturelles Problem. Wie du schon sagst, es ist absolut gesellschaftlich in allen Ebenen, in allen Facetten, Geschlechtern. Aus meiner Perspektive kommend fand ich es eben auch sehr spannend, oder was heißt spannend, aber es ist natürlich auch in irgendeiner gewissen Art eindrucksvoll, einen gestandenen Mann zu sehen, der in unserer Gesellschaft oder in diesem Klischeebild natürlich auch sehr hart und robust wirkt und wo man das vielleicht auch gar nicht so zuerst zuordnen würde, weil man ja auch immer schnell in Schubladen denkt. Und insofern gibt es da natürlich einen Klischeebruch bei Markus und auch bei Männern, die, wo es ja auch heißt, die können sich wehren, die können dagegen ankämpfen, die haben in gewisser Art und Weise diese Probleme nicht. Ja, es ist ein strukturelles Problem, wie du sagst. Und Markus war eben ein ausschlaggebender Moment, wo es das noch mehr zeigt und wo ich aber trotzdem versucht habe, dieses Gefühl, was Markus hat, was ja ein sehr universelles, archaisches Gefühl ist, seiner Vergangenheit zu entfliehen und davon Abstand zu gewinnen, das ist was glaube ich, dann uns alle vernetzt, die damit zu tun haben und vielleicht auch Menschen, die nichts damit zu tun haben, weil sie dieses Gefühl trotzdem kennen, etwas loswerden zu wollen. Okay. Also ich danke dir wirklich für dieses sehr schöne Interview und auch einfach über dieses sehr wichtige, schwere Thema zu sprechen und es einfach ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit zu bringen. Genau, also ich finde wirklich, der Film, es lohnt sich, den wirklich anzuschauen und ich fand den wirklich sehr, sehr gut und auch wirklich sehr berührend. Genau. Dankeschön für das schöne Interview auch. Es hat mich sehr gefreut. Ihr habt tolle Fragen vorbereitet und es ist immer schön, darüber zu sprechen und das dann auch in diese Öffentlichkeit zu tragen. Vielen Dank auf jeden Fall. Mich auch sehr gefreut.